Ja, natürlich freuen wir uns aufs Spiel. Ich glaube, es waren gute Tage für die Spieler, dass sie auch ein bisschen mal abschalten konnten. Die Woche dann jetzt haben die Jungs wirklich gut gearbeitet. Auch Sebastian Andersson ist gut aus der Nationalmannschaft zurückgekommen. Von daher ein interessantes Spiel und du hast zu Recht gesagt, eine Mannschaft, die vor allem ja, in der Vorwärtsbewegung sehr gefährlich ist. Und auf das gilt es vorbereitet zu sein, ja.